Servus und hallo zu Hugo wurde entdeckt. Neustart vom Kontrollpunkt. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinschleichen soll. Er marschiert hier hin und her. Und da hinten marschiert der andere. Die Prima Macula. Mann. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Okay. Aber wie können wir sicher sein? Shit. Du siehst mir nicht, du siehst mir nicht, du siehst mir nicht. Da, marschier wieder hinter. Ah, von hier hat mir der andere auch gesehen. Okay. Was war das? Nein. Ist mir nicht. Na dann. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. In den Keller, wird Keller. Sie endlich in Keller. Reden. Okay. Wird auch Zeit. Ich habe mir den blödesten Platz ausgesucht. An dem vorbei. War nicht. Der sieht mich doch sofort. Muss da unten rein, okay. Aber wie? Ich versuch's einfach mal, sobald er hier steht. Er sieht mich halt sofort. Hey. Es sieht so aus, als wäre hey. Da drin. Ja. War so klar. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Was ist das? Ich muss nachsehen. Ah. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Niemand in Sicht. Das war knapp. Ja. War richtig knapp. So. Muss in den Keller. Sieht hier irgendwie nicht so nach Keller aus, ne? Was war? Das kann nicht sein. Warum wurde ich denn entdeckt? Ist doch Blödsinn. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Das sehe ich mir lieber mal an. Der da hinten hat mich gesehen. Ist ja voll der kacke Respawn-Punkt. Also, hier ist nichts Außergewöhnliches. Okay. Hier warte mal ab, bis der wieder geht. Komm, geh weg. Die Frage ist, wie ich dahinter weiterkomme. Geh weg. Da hier verstecken. Da drüben verstecken, das bringt halt einfach nichts. Verstecken wir unterm Tisch. Okay.
kann ich da. Da kann ich weiter. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Okay, in den Keller. Keller ist gut. Bin ja schon mal am richtigen Weg, ne? So. Okay. Er speichert. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Hier wir. Ein. So. Hier ist einfach alles so groß. Stimmt. Ach, da vorne. Wer? Vielleicht muss ich vorne bei denen vorbei, oder? Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Roon wieder bei Bewusstsein ist. Okay. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Dank. Was war das? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Rührt euch. Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt. Nichts zu berichten. Die Beschwörung wird stattfinden. Okay. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Oh.
schleich mal da hinten rum. Alter, komme ich auf keinen Fall durch. Die sehen mir alles sofort. Rüberlaufen ist quasi, ne? Ist doch jemand, oder? Ach, jetzt komme ich da nicht mal durch. So eine Scheiße. Hey, was war das? Was ist denn das? Nichts. Da drüben. Was ist? Wurde entdeckt. Ganz klar. Neustart vom Kontrollpunkt. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. So. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Was? Ach, da. Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Nein. Hat es nicht. Hört euch. Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ja. Weg. Hier einfach vorbeischleichen. Kann doch gar nicht funktionieren. Ach so einfach. Okay. Da. Speichern wäre mal cool. Zur Gefangennahme des Jung. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ja. Dahin, du bist da. Patrouillierst da, du siehst mir nicht, hoffe ich. Na, Platz ist schlecht. Geh bloß nicht um. Mal das. Kleiner Moment. Ekler weiter. So. Musste kurz aufs Handy schauen. Muss ihn hin? Dann liegt davor irgendwo. Ich sehe, wo der andere hingelaufen ist. Ja. Lief doch ganz gut. Da ist er. Ah.
Natürlich machst du dazu. Die Treppe ist wieder lang müssen. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Er ist da reingelaufen, aber da ist eine Tür. Die kannst du nicht aufmachen. Oh nein, woanders lang. Schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend ja. Gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Wie kommen da vorbei? Gar nicht. Kaum zu glauben, dass er uns alle retten wird. Wenn alles nach Plan verläuft. Dafür werden wir Sorge tragen. Wie er sofort gesehen hier. Kommen niemals vorbei. Hier vorbei. Okay. Ganz schnell weg. Du hast mir nicht gesehen. Also Wache, mehrere Wachen. So, sorry, dass ich so wenig Quatsch gerade, aber es ist halt, ne? Wenn man in einem Videospiel schleicht. Oh, hallo, so Ratten. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Die züchten eigene Ratten. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefällig. Aha. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Okay, er darf mir auch nicht sehen. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. So. Geh weg. Da ist nix. Rein gar nichts. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Oh. Das ist schrecklich. Das ist... Marschiert ihr da hin und her, oder? Wie
Die werden sowieso gleich wieder entdeckt. Da ist er. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Nix, da der die Tür wieder zumacht. Hier kann ich durch. So. Ihr Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohnen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Kann sie da lang? Wir können nicht weg. Ich muss jetzt einen Schlüssel holen. Lass mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Ah. Ich will jetzt den Schlüssel holen. Da weiter, okay. Hey, Kleiner, was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psst, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Gute Güte, du solltest nicht. Hm. Wir gesehen? Nein. Magistra de Ruhe. Ja, redet zum mit letzten Mama. Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Ja, ich hab mich schon versteckt. Und weg ist er. Sehr gut. Guten Tag. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo, haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Das sehen wir in der nächsten Folge. Wahrscheinlich wird es dann wieder kurze Folge, die nächste Folge, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Ansehen. Aber eben, ich lasse die Zwischensequenz nur kurz fertig laufen, dass er sicher speichert. Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Da, jetzt hat er gespeichert. War ein bisschen zu kurz passiert. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.